Ja, es ist wieder soweit. Es sind ein paar schöne Aktionen drin, finde ich. Ich erkläre ja nichts, aber jetzt gleich nach meinem Vorwort. Da ist einer da, der ist dann noch länger im Film drin. Den Zeilacher, das steckt an. Habe ich jetzt mal so als kleiner Einwurf, aber der kommt daher nochmal. Alles Palette, Leute. Viel Spaß. Bis nächste Woche. José? Ja? Kuba. Bescheid. Das ist geil, Mann. Du bist im Elektrikwaren immer noch? Ja, bin ich schon. Gut. Jedenfalls ist es fast soweit. Das können wir bald mal einen Start probieren. Können wir jetzt mal einen Startversuch probieren? Ja, sofort. Gut. Mal ein bisschen Benzin rein vielleicht. Ja. Gut, er hat jetzt die Elektrik soweit fertig. Alles drauf. Oh ja, es geht. Schock. Doch und die Tonne. Na gut. Die ersten Töne. Okay. Schön. Ich glaube, der eine Krümmer ist auch undicht. Ja, ja, ich hab's gehört. Ja. Der plätschert. Geht auf jetzt. Muss du bist jetzt. Ja, der ist ja klar. Ja? Also, hier, Leute, das ist der schöne Markus. Du sollst jetzt lachen, wenn ich sowas sage. Nee, scheißegal. Ja, Markus, du hast jetzt 750. Gut, das ist dein Apparat und da soll man ein wenig spielen. Das Schutzblech hast du von dir selber drauf gemacht, da bist du stolz drauf. Genau, hast du auch genug Luft, damit da keine Steine sich verkacken können? Dreckbrocken und so. Ja, aber Mirko, ich nehme gerade YouTube auf, machen wir nicht so einen Krach. Okay. Ich rauche doch erst meine. Also der Markus will jetzt hier seine Hecke geändert haben. Auch ja. Also wir machen hier hinten einen Loop dran. Sitzbank wird auch anders gestylt und wir müssen das alles ein bisschen verlängern, weil Nummernschildhalter da unten, das kommt weg. Das kommt wie traditionell hin ans Rad. Und rechts und links Flaschen für die Blinker, die er hier hat. Und das Rücklicht kommt auch wieder hinten dran. Ne? Das Rücklicht ja. Oder den Loop mit dem integrierten, das kann man, ich weiß nicht. Ach, dann machen wir das drauf, sieht doch viel besser aus. Ja, ich finde das auch schön. Ja, also, haben wir es auch erledigt. Die Dirk soll hinne Hexsteile. Elektrikmäßig hast du gar nicht viel zu tun dann bei meiner Gesamtmaschine. Nein. Pillepalle. Kindergeburtstag. Also nur die Kabel nach hinten. Ja. Gut. Und dann wird das so. Alles paletti. Ja, Markus, kurz und schmerzlos. Mehr haben wir nicht. Sehr gut. Loop ändern, Sitzbank ändern, als Höckerform. Ist ja ein Einsitzer, aber Höckerform so ähnlich wie hier bei der BMW. Vielleicht hinne ein bisschen höher. Ne? Der Höcker, vielleicht hinter der Höcker ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Aber viel. Hey, so ein bisschen halt. Gut. Fertig. Erzählt gerade, das sind. Das haben wir aber nicht gemacht, weil irgendeiner, ne? Ist egal. Das sind andere, ja, da sind andere Düse drin, die Düsennadel wurde umgehängt und so weiter, aber er sagt auf längere Autobahnfahrt dann nicht gut. Wir machen ein Dyno-Check-Kit rein. Gut. Der kostet zwar halt ein paar Euro, aber normal funktioniert er auch. Der kommt dann auch noch rein. Alles wird gut.
nichts gefilmt. Nur das kleine Stückchen. Das hat gereicht. So. Gucken wir mal nach der Reife. Ja. Jawohl. Ja. Bis ohnehin. Alles klar. Das sieht schon mal hin und gut aus. Von vorne. Ja, ganz da ohne kommst du vorne nicht hin. Das klappt nicht. Da rutscht du weg. Gut. Aber ich habe noch ein Problem. Ich habe noch ein Problem. Das Scheißding setzt auf. Im Ständer. Ja, das ist nichts. Das muss ich umbauen. Das kann ich so nicht lassen. Das wird nichts. Gott. Gut, war eigentlich wieder ein ganz schöner Ritt heute. Schön Spaß gemacht. Ich lache so viel. Ich lache so viel. Ich kann nicht wahr sein. Der wird nicht fertig mit dem Lachen. Er heißt Rosé. Ja. Wo kommst du her? Aus Kuba oder Kuba? Ja, bin Kuba. Kuba. Ja. Und du liebst japanische Motorräder? Ich liebe Motorräder. Ich liebe Motorräder mehr als die Frau. Oh. Ja. Ja, ich liebe meine Frau. Gut, seine Frau, also hier Frau, ne? Er liebt dich, hast du gehört. Deine deutsche Aussprache hast du nicht ganz richtig. Du liebst deine Frau mehr wie deine, genau, wie deine japanische Maschine. Genau so ist es. Jetzt haben wir es klargestellt. Ja. Gut. So. Ja, aber ich liebe japanische Motorräder. Und du willst deine japanische Motorrad zu mir bringen? Soll ich was machen? Ja, ja. Ich habe eine 650er. Ja. Das war ja, glaube ich, 85, weiß ich nicht. Ja, so 85. Ja. Was wollen wir daraus machen? Ein Racer oder ein Chopper oder was? Ja, ich bin ein Kaffeeracer. Ein Kaffeeracer? Ja. Ich habe hinter der Hecke dann ein bisschen mit der Säge weggemacht. Die Frau soll mitfahren oder alleine? Alleine. Alleine. Also Einsatz auch. Ja, ja. Okay. Ja. Also das sind jetzt so Details hier, YouTuber, da müsst ihr nett zu hören, auf jeden Fall, hier ist er. Ja. Ja. José. Ja. Kuba. Bescheid. Das ist geil, Mann. So geht das. So müsste die Schraube aussehen. Gewinde sauber gemacht und so weiter. Mit der Bohrmaschine. Gut, dann machen wir mal. Luftwiderstand. Ja, ja.
Was jetzt auch mal eine Show los. Und? Top! Gut! Bremse entlüftet? Jawohl! Bremse entlüftet, Verkleidung drauf gemacht, also die Auspuffverkleidung drauf gemacht. Ja, Krümmer vorne festgezogen, die waren nämlich auch nicht richtig fest. Ja, Krümmer festgezogen, hier alles festgezogen. Da müsste jetzt noch der Höcker drauf, hä? Ja. Hinten, das hast du auch gemacht, so. Jawohl. Das hat ja auch nicht so schön, war ja auch nicht so lustig. Na gut, okay. Jo. Höcker noch drauf, Marcel. Gleich drum zu euch nochmal. Jo, geht drauf von aus. Ja gut, filme ich nachher nochmal, wenn er fertig ist. Ralf hat das jetzt hier richtig erkannt. Das hier, das ist ein bisschen arg knapp. Da müssen wir noch ein bisschen wegmachen. Ne? Genau. Das ist nämlich Katastrophe. Weil ruckzuck ist da der schöne Tank versaut. Na, ich weiß nicht, hier, das ist, na gut. Ja, mach erst mal oben. Ja, ich mach erst mal, oben. Ja, dann schade, wenn da irgendwas gammelig wird. Wie weit bist du denn? Wie weit bist du denn? Ich habe erstmal alles abgebaut. Ja. Da waren so die Spachtelkönige am Werk. Die Spachtelkönige? Spachtelkönige waren sie am Werk. Und das war das Schöne, der Bügel habe ich abgeschnitten jetzt. Hast du noch eine Action? Ja, ja. Das wird heute nicht fertig. Nee, nicht ganz mehr. Guck auf die Uhr. Haben wir schon 2 Uhr. Ja. Also heute wird's nicht fertig. Eigentlich unwichtig, aber das im Holger sei auch nicht. Dem war das Ventil abgerissen, ganz merkwürdig. Und der Reifen war umarsch, haben wir jetzt eine neue Reifen drauf gemacht und noch eine neue Kette. Steht noch da mit Dreck und Speck. Er war nämlich in Irland. So ganz high hat er es nicht geschafft. Reifenblatt. Die BMW hat 100.000 drauf. Die haben jetzt TÜV gemacht, neue Reifen drauf gemacht. Was haben wir hier noch? Der Andreas, der kommt am Freitag. Geht es bei dem auch weiter. Die XT, die wollten wir die Woche auch noch anpacken. Aber es ist wieder zu viel Tralala. Es wird alles nichts. Kriege ich nicht alles hin. Was ich mir gedacht habe. So Sven, falls du nicht hörst, ich habe den mega auch schon versucht anzurufen, du gehst dann ans Telefon. Weiß ich, wo du in der Welt rumschwerst. Der TÜV-Mann war ja da. Wir kriegen alles durch dahin. Das ist alles kein Problem, aber der Lenker. Der Lenker. Da steht drauf, wo haben wir es denn hier? Ich muss die Kamera so blöd halten, ich habe immer noch keine gescheite. Rental. Ne, seht ihr das? 758 steht da noch drauf. Da gibt es kein Gutachten, da gibt es gar nichts. Der TÜV-Mann hat auch nichts gefunden. Da wollte ich dir sagen, da wollte ich dich fragen, was machen wir? Der Lenker geht nicht durch den TÜV. Das ist das Problem. Der TÜV-Mann sagt, gibt es kein Gutachten, gar nichts. Hinter mit dem Nummernschilderhalter, das haben wir hingekriegt. Das geht. Sven, falls du mich hörst, melde dich. Wie gesagt, du gehst ja dein Telefon. Gut. Ein Friedrichshainer BMW K100. Habe ich heute Morgen das Vorderrad eingebaut. Das ist drin. Hinter mit den Kadern, das müssen wir alles noch machen, das weiß ich auch noch nicht genau. Der hat es selber auseinandergenommen, ich muss erst mal die Schraube zuholen. Mit dem Gepäckträger, Friedrich, falls du mich hörst, mit dem Gepäckträger, was du dir da gedacht hast, was du uns dabei gelegt hast. Das wird nichts, das ist Quatsch. Du kannst dich auch mal melden, vielleicht entwickeln wir irgendwas anderes. Gut. Das ist es jetzt erstmal heute. Der Ralf macht gerade so die letzten Handgriffe. Die Platte habt ihr nochmal anders angepasst, gell, Robert? Ja. Gut. Ja, es dauert halt auch alles. Was haben wir denn? 14 Uhr haben wir schon wieder. Ihr wolltet ja heute eventuell noch die Cover machen mit der Gabel. Ihr seht ja, wie die da drin hängt. Die sieht ja gut aus, aber das geht nicht. Die Gabel müssen überholt werden. Und dann haben wir ja noch mehr. Na gut. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Es ist ja erst 2 Uhr. Du hast die Ehre, die erste Hofrunde zu drehen. Ja, das macht doch nichts, das müssen wir noch alles noch anklemmen. Selbst wurscht. Sollst du nochmal durch den Hof eiern?
die 750. Oh, wie ein Kätzchen, so ist das schön. Ja. Läuft sauber? Ja. Lenkerstellung geht auch? Ja. Die Lenkerstellung? Ist okay. Gut. Ich glaube, der Drehzahlmesser muss noch eingestellt werden. Ja. Habe ich erst schon gesehen. Sag ich mal. Ja, ja, der spinnt ein bisschen rum. Ja, sehen wir das? Ja, okay. Ja, ist okay. Okay, super. Jetzt haben wir die 750 soweit fertig. Wir müssen nur noch zum Sattler. Der Opel, das könnte man vielleicht auch noch weg abschneiden, sonst piekt er sich. Ja. Ja, das machen wir alles ein wenig kürzer. Ja. Gut. Und dann willst du an die Cover gehen? Ja. Wenn die machen wir schon fertig. Ja, schnell. Ich weiß nicht. Die Gabel muss man. Na gut, wir gucken dann mal. Raus, gucken, ja, ich mache jetzt keine dummen Sprüche. Wir gucken. Wie üblich. Alter, so. Hier Leute, nur mal so, wenn ihr Lust habt, diese Kawasaki GBZ Unitruck habe ich letztes Jahr schon mal drin gehabt. Die habe ich nämlich zusammengebaut aus Ruinen. Jetzt machen wir noch die Gabel. Da stecke über 7000 Euro drin, da ist doch kein TÜV dabei. Da kommt auch noch mit Eintragung und so weiter. Wenn jemand Interesse hat an dem schönen Motorrad, frisch lackiert, alles ist wunderbar. Wie gesagt, kann er sich bei mir melden. Ja, ist mir schon klar, dass ich das nicht alles so kriege, wie ich mir das denke. Aber wenn einer Interesse hat an dem schönen Motorrad, die fährt wunderbar, melden. Wie üblich, wenn es geht, Telefon. Alles klar. Und ernsthafte Gespräche, wenn einer anruft. Aber nicht so Gequake. Also, ne, nicht so, wir wollen mal fahren und nichts bezahlen. Das ist nicht der Fall. Okay. Die Kabel auseinander? Ja. Ja, dann nimmst du auseinander. Ja. Katastrophe. Dinger passieren hier in dem Leben. Na gut, aber mir Osterhase kriegt das hin, ne? Alter, okay. Okay. Das Heck hast du ja schon hin, bist du schon am Anschweißen? Ja, es geht dem Ende zu. Machst du auch einen Punkt, damit man was zu Funke sieht. Ah, es funkt wieder, der Dirk ist wieder da, aus dem Urlaub. Er ist gleich mit dem Schleifex unterwegs und funkt und... Jetzt am liebsten mitgenommen, die Steifex. Ja. Hat aber nichts zu. Na ja, gut, egal. So. Auf jeden Fall, da geht's auch voran bei der 750. Dirk ist schon gleich in Aktion. Ja. Dirk, es ist wieder so weit mit dem Wochenende. Die Fans haben die schon vermisst, haben sie erzählt. Wo ja, macht der Dirk rum? Wenn ich mal nicht da bin, ist es auch nicht schlimm. Ja, jetzt bist du ja wieder da. Ja, also und frisch rasiert bist du auch. Ja. Der sieht gut aus, gell, Leute. Guckt nur euch mal an hier. Frisch rasiert. Komm, guck du in die Kamera, damit sie ja, sehen. Ja, komm. Ja, das will jetzt. Er nicht. Alles klar. Gut. Dann mache ich jetzt den Film fertig. Und du eierst halt hier an den Ding noch ein rum. Ja, schönes Wochenende. Genau. Soll ja wieder besser werden, oder sonst regnet noch. Man weiß es nicht. Ich traue heute keinem mehr. Ich auch nicht. Gut. Also Leute, ich wünsche euch auch alles Gute. Der Ralf haben wir übrigens auch da. Der Tristan ist ja, der Tristan kommt ja erst. Der kommt heute gar nicht. Er kommt erst der andere. Ralf noch. Das suchen wir den Ralf noch. Ja. Der andere war im Urlaub. Du warst aber auch schon Zeit lang nicht mehr da. Ich weiß. Ich habe hier allein gekämpft. Hast du auch gut gemacht. Ja, denke ich auch. Ich habe alles in Ordnung. Ne? Ja. Gut. Top. Ja. Selten so sauber. Nee, stimmt nicht. Ist immer sauber. Die YouTuber wollen was hören. Ja, so, ja, was soll ich sagen? Hier, der fährt 1000er CBR, habt ihr vielleicht, ne, CBR? Ja. Doch, 1000er CBR, schwarz, so dunkel, schwarz, schwarz-gelb. Pass auf,
Er hat Kopfhörer im Helm drin, hört mittlerweile Musik beim Fahren, total schlecht. Das ist meine Meinung. Passt auf den Typ auf, wenn der da rum eiert, na eiern tut er nicht, er fährt schnell. Macht Platz, wenn er im Spiegel sieht. So schwarz CBR 1000. Genau. Macht Platz. Macht Platz, genau. Schönes Wochenende, ihr Lieben.